Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Herzlich willkommen zurück zu Face Noir. Wir sind vor dem Museum angekommen. Wir sollen dort mit einer ganz bestimmten Person reden, Professor Zindler. Und wir schauen mal, ob er da drin ist. Ich bezweifle ernsthaft, dass die hier die Türen nicht abschließen. Meinst du? Der Haupteingang des Museums. Das heißt, wir können da nicht rein? Aber wir sollten doch da hinfahren. Der Haupteingang. Ja, gut. Klar, es ist ja mitten in der Nacht wahrscheinlich. Das ergibt keinen Sinn. Die Öffnungszeiten des Museums. Offensichtlich werden hier keine nächtlichen Führungen angeboten. So ein Scheißmuseum. Okay. Die Öffnungszeiten offensichtlich werden hier... Das würde ja bedeuten, dass wir hier eigentlich schon noch viel zu früh sind, oder? Aber auf der anderen Seite, was sollen wir sonst machen? Ja, okay. In dem Fall schauen wir uns erst nochmal ein paar Sachen an. Und ansonsten gehen wir nochmal hier rum, ums Gebäude rum. Vielleicht ist da noch was. Vor Jahren war Wasser in diesen Behältern. Jetzt sehen sie mehr wie Müllbehälter für Baumaterial aus. Müllbehälter? Durchwühl sie! Daran kann ich nichts Interessantes erkennen. Ach, verdammt. Das Museum ist schon seit mindestens 3 Jahren geschlossen. Die Wirtschaftskrise hat schon mehr als einen Bürgermeister davon überzeugt, dass Investitionen in die Vergangenheit sich wirtschaftlich nicht auszahlen. Oh. Gerüstkletterei steht heute Abend nicht wirklich auf meinem Programm. Sicher? Ach man. Du könntest so fit bleiben dabei. Gut. Was haben wir denn hier? Einen netten kleinen Hinterhof. Teile eines Gerüsts. Okay. Die Fenster sind alle verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Die Fenster sind alle verschlossen. Gut. Hier gibt es nichts von Interesse. Ja, ja. Eine rostige Leiter. Und hier? Das ist der Lohn dafür, dass ich mich durch halb Manhattan hierher gequält habe. Die Tür ist offen. Und dafür ist sicher nicht der vergessliche Hausmeister verantwortlich. Das Schloss wurde aufgeschossen. Oh. Wer das auch war, er muss an irgendetwas interessiert gewesen sein, das sich im Museum befindet. Oder an etwas, das sich darin befand. Okay. Na dann, auf mit der Tür. Ich glaube nicht, dass sich jemand darüber echauffieren wird, wenn ich selbst eine kleine nächtliche Museumsführung veranstalte. Richtig. Warum auch? Yay! Jack? Fass mal den Knochen an! Los, nehmen wir den T-Rex auseinander! Ein Dinosaurier-Schienbein ist genau das, was mir in meiner Sammlung nutzloser Gegenstände noch fehlt. Dann schnapp es dir! Schnapp es dir! Na, zugegeben, diese Viecher müssen zu Lebzeiten ziemlich furchterregend gewesen sein. Aber das ist nichts im Vergleich zu einem ehrgeizigen New Yorker Anwalt. Sehr gut, Jack. Du bist ja heute Abend mal wieder richtig in Hochstimmung. Okay, Ach du... Ihr seid's doch des Wahnsinns. Was haben wir hier? Ah, ne, das ist der Ausgang? Okay. Gucken wir uns erstmal hier. Diese Kisten enthalten sicher Ausstellungsgegenstände, die aus verschiedenen Räumen entfernt wurden. Die auch? Diese Kisten enthalten sicher... Die auch? Diese Kisten... Ja, anscheinend alle. Diese Kisten enthalten sich... Aber wie schön, dass es immer anders betont. Die Vitrinen wurden alle ausgeräumt. Da ist nichts mehr drin. Ich sammle nicht jeden Gegenstand ein, über den ich stolpere. Du durchwühlst ja noch nicht mal Mülltonnen. Diese Kisten enthalten sicher auch... Gut, okay. Eine Karte des alten Persiens. Der Zeitungsartikel, den ich im Polizeirevier gefunden habe, befasste sich mit den Studien des Professors über Persien. Aha. Daran kann ich nichts Interessantes erkennen. Ja, willst du auf irgendwas Bestimmtes hinaus? Ja.
Hilfestellen sind in der Aufnahme deaktiviert. Gut. Naja gut, er wollte ja nach Persien, also... Daran kann ich nicht... Hier ist nirgendwo was, oder? Daran. Und... sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Daran. Ja, also da kann ich jetzt auf der Karte rumklicken, wie ich will, da. Ja, gut. Ein Dinosaurier schien bei... Genau. Das ist ja alles ganz schön und gut. Aber gut. Vielleicht können wir uns hier noch ein bisschen weiter umschauen. Irgendwas wird er hier sein. Irgendwas wird er hier zu finden sein. Irgendwas Interessantes, Jack. Hoffentlich erwacht dieser T-Rex nachts nicht zum Leben. Das wäre ja übel. Die Vitrinen wurden alle ausgeräumt. Da ist nichts mehr drin. Und hier? Was haben wir hier noch? Jack, lauf doch mal ein bisschen schneller. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier geht's zum Haupteingang. Aber da muss ich nicht hin. Gut. Was haben wir hier? Jack? Hier geht's zu verschiedenen Ausstellungsbereichen des Museums. Aber ich habe noch immer keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Okay. Wir werden's schon rausfinden, Jack. Die Vitrinen wurden alle ausgeräumt. Er redet nur über die Vitrinen, okay. Ist jetzt natürlich blöd, dass er hier jetzt ewig lang durch den Raum läuft. Wieso gehst du eigentlich erst dahin, wenn ich dich darüber schicken will? Ach, Jack. Die Karten zeigen Amerika vor der Entdeckung durch Kolumbus. Riesige Wälder und weite Prärien, bewohnt von Rothäuten. Dann kamen die Conquistadores mit Alkohol, Waffen und Krankheiten im Gepäck. Und haben alles vernichtet, was ich nicht kaufen ließ. Das nennt man Evolution, Baby. Ach, Jack, du bist heute Abend wirklich gut drauf. Ich mag dich. So. Okay, schauen wir weiter. Sonst haben wir aber hier nichts mehr. Außer diese ganzen Kisten hier. Aber die können wir ja nicht wirklich aufbrechen. Also wir haben ja nichts dabei zum Aufbrechen. Warum sollte er sie überhaupt aufbrechen wollen? Was können wir noch machen? Es muss wahrscheinlich irgendwas mit dieser Karte zu tun haben, aber ich verstehe nicht, worauf er hinaus will. Dummerweise. Einige der Kisten sind beschriftet, aber es ist zu dunkel, um die Beschriftung zu entziffern. Manchmal empfiehlt es sich, gewisse Gegenstände hier doch einfach mal zu benutzen und nicht nur anzusehen. Gut. Dann schauen wir sie uns mal an. Mal sehen. Moved from Room 6. Rom, Italien. Okay. Der Beschriftung nach stammt der Fund in der Kiste aus Rom in Italien. Bevor er hierher geräumt wurde, war er in Raum 6 ausgestellt. Gut. Das ist doch schon mal ein Hinweis, würde ich mal sagen. Schauen wir uns die anderen Kisten dann auch nochmal an mit der Taschenlampe, würde ich sagen.
Im Gegensatz zu den anderen sind diese Kisten hier nicht beschriftet. Mal sehen. Okay. Der Beschriftung nach stammt der Fund in der Kiste aus Iximxe in Guatemala. Bevor er hierher geräumt wurde, war er in Raum 28 ausgestellt. Gut. Weitere Informationen? Wir haben hier noch ein paar Kisten zur Auswahl, dann schauen wir uns die alle nochmal in Ruhe an. Dann gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Dann können wir vielleicht die anderen Ausstellungsräume mal betreten. Oh, Jack. Lauf doch nicht so Riesenbögen. Nur diese beiden? Das geht so nicht. Wieso sollte das so nicht gehen? Das geht so nicht. Na gut. Nein, das ist... Gut. Okay, dann sind es wohl nur die beiden Kisten. Die da oben, mit denen kann ich nicht interagieren. Ja, okay. Dann waren das nur diese beiden Kisten. Dann würde ich mal sagen... Obwohl, die Kiste, hatten wir die? Habe ich die angeleuchtet schon? Diese Kisten in... Ah, die hatte ich nämlich noch nicht, wusste ich's doch. Der Beschriftung nach stammt der Fund in der Kiste aus Samarra im Irak. Bevor er hierher geräumt wurde, war er in Raum 13 ausgestellt. Okay. Gut. Das müsste es dann aber gewesen sein. Gut, Jack, dann betrete mal andere Bereiche, würde ich mal sagen. Das müsstest du jetzt machen können. Hier geht's zu verschiedenen Ausstellungsbereichen des Museums, aber ich habe noch immer keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Oh. Okay. Ja. Das war nur der... Nee, hier geht's noch durch. Ach, na sieh mal einer an. Und jetzt können wir uns diese Kisten auch angucken. Diese Kisten enthalten sicher auch... Okay, und noch mehr Kisten. Der Beschriftung nach stammt der Fund in der Kiste aus Kaole in Tansania. Bevor er hierher geräumt wurde, war er in Raum 20 ausgestellt. Okay. Prima, noch mehr Kisten zum Angucken. Aber ich weiß noch immer nicht, wonach er sucht. Genau. Das hier sind die Pläne für die Renovierung des Museums. Ah! Das ergibt keinen Sinn. Du kannst sie nicht nehmen? Na gut. Das sind nur noch die Pläne? Was haben wir hier? Diese Vitrine ist leer. Die Ausstellungsgegenstände wurden wohl woanders hingebracht. Wahrscheinlich aus Sorge darüber, dass sie durch die Bauarbeiten beschädigt werden könnten. Oder ein Bauarbeiter sich eines als Souvenir mitnimmt. Das würden Bauarbeiter doch niemals tun, Jack. So, schauen wir uns das Ding da hinten noch an, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal hier durch. Mann, aber hier gibt es ja richtig viel zu erkunden. Heieieiei. Hier geht's zu verschiedenen Ausstellungsbereichen des Museums. Aber ich habe noch immer keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Okay. Ach so, und jetzt geht er einfach nur wieder runter. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir einfach beim nächsten Mal, wie es dann noch weitergeht. Für den Moment bin ich erstmal ein bisschen überfragt, was wir überhaupt tun müssen. Er hat anscheinend immer noch keine Ahnung, was er genau tun muss und ich ehrlich gesagt auch nicht. Zur Not schauen wir uns beim nächsten Mal wirklich diese Karte hier nochmal an. Aber, naja, wo genau ich ansetzen muss, das denke ich, sehen wir beim nächsten Mal. Okay, bis dann. Euer Weehawk AP.